So, ich habe ein Farbfoto mitgebracht vom Apostel Paulus. Man darf nicht alles glauben, ne? Also Giovanni Francesco Barbieri hat es gemalt und hat sich den Paulus so vorgestellt. Ob er so ausgesehen hat, das weiß man nicht, ja. Ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Aber das ist unser Thema Stellung und Wandel. Die Stellung ist natürlich unterschieden vom Wandel, ja. Der Wandel ist auch eigentlich ein altdeutsches Wort. Ja, man könnte auch sagen, die Lebensführung oder unser Verhalten, ja, wie wir uns verhalten, unserem Nächsten gegenüber. Und der Wandel ist etwas sehr Irdisches, sehr Konkretes und äußert sich 8 Stunden lang im Arbeitsalltag, ja, wie wir mit unseren Kollegen umgehen und die restlichen Stunden des Tages, wie wir vielleicht mit unseren Ehepartnern umgehen oder unseren Kindern, wer wir sind, wofür seid ihr bekannt, wofür kennt man euch, ja? Was sagen die Leute, wenn man sie nach euch fragt, ja? Und ich finde so spannend, wenn der Paulus sagt im Galaterbrief von der Frucht des Geistes, und er sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit oder Enthaltsamkeit, ja. Dann habe ich mich gefragt, ob ich jemanden kenne, von dem ich sagen würde, das ist ein gütiger Mensch. Ja, ob ich vielleicht jemanden kenne in meinem Umfeld, im Berufsleben oder im Privatleben, wo ich sage, ja, das ist ein gütiger Mensch oder das ist ein freundlicher Mensch. Und könnt ihr selber mal drüber nachdenken, ob euch Leute einfallen, meine Großmutter, meine Eltern, vielleicht auch Kinder, ja, wo man sagt, die hat oder der hat, die Tochter oder der Sohn hat einen gütigen Zug. Oder, ja, das ist ja nicht, sind nicht die Früchte des Geistes, 9 Früchte, sondern das ist eine Frucht, die kann man nicht beschreiben. Die hat keinen Namen, aber scheinbar hat sie 9 Seiten. Ja? Und diese 9 Seiten, die zählt der Paulus auf. Liebevoller Mensch, ein freudiger Mensch, im Glauben ein freudiger Christ. Ja? Liebe, Freude, friedlich, ein friedfertiger Mensch, ein friedlicher Mensch, der sich nicht so schnell ereifert, nicht so schnell zelotisch wird. Ja? Das sind eigentlich die Eigenschaften, die man bei einem Christen sehen sollte, der im Glauben gewachsen ist und der ein Stück weit dann auch diese Frucht des Geistes auch wiedergibt. Und vielleicht bringt man das nicht direkt unbedingt auch mit dem Glauben in Verbindung. Oder vielleicht sagt man auch, das ist ein Christ und ich habe den anders kennengelernt. Der ist anders als meine anderen Arbeitskollegen. Ja? Das ist Wandel. Und eigentlich kann man sagen, im Neuen Testament folgt der Wandel der Stellung. Denn erst werden wir durch den Glauben vor Gott gerecht und sind dann neu in Christus. Und das hat Auswirkungen auf unseren Wandel. Im Judentum, haben wir noch gesagt, war das umgekehrt. Ja? Da musste der Wandel halt dem Gesetz gemäß sein und dadurch wurde eine bestimmte Stellung erarbeitet, nämlich gerecht zu sein vor Gott. Wer das Gesetz hält, der soll leben. Ja? Das heißt also, im Christentum gibt es auch beides, aber in umgekehrter Reihenfolge. Wir werden erst gerecht gemacht in Christus und aus diesem Gerecht in Christus handeln wir auch, leben wir auch. Das wird uns auch verändern. Das Wort Gottes verändert euch auch. Wenn ihr unsinnige Filme im Fernsehen guckt oder im Kino, verändert euch das auch. Das beeinflusst einen, ja, das prägt einen ja auch irgendwo. Wenn man schlechte Gesellschaft hat, die prägt einen. Aber wenn man gute Gesellschaft hat, prägt einen auch. Wenn ihr die Bibel lest, wird die euch prägen. Ja? Wer voll Wort ist, ist voll Geist, hat ein Pastor gesagt in Dresden. Das fand ich gut. Wer voll Wort ist, ist voll Geist. Voll Geist wird man nicht durch Schwärmerei. Voll Geist wird man durch Gottes Wort. Denn das Wort ist Geist. Ja? Und Gott ist Geist. Und Christus ist Gott. Und Christus ist das Wort. Und das Wort ist Geist. Und Gott ist, das ist in eins. Das heißt, ihr könnt keine nähere Gemeinschaft haben mit Gott, als wenn ihr eure Bibel lest. So einfach, so banal ist das. Und so konkret. Alles andere, da wird oft Gefühl, Empfindung, Eindruck vermischt mit Geist. Ja? Und man behauptet allerlei Dinge. Aber ob das zum Schluss Geist ist, das sieht man manchmal erst im Nachhinein. Ja? Wenn man geübte Sinne hat, sieht man das auch parallel. Ja? Aber das Wort Gottes, das ist Geist. Ein Pastor aus Dresden hat es mal irgendwie gesagt. Und es macht für mich die Sache plötzlich so konkret. Ja?
Geistlich zu sein ist dem Wort gemäß zu sein. Nicht unbedingt dem Buchstaben, sondern dem Wort Gottes, dem Sinn. Und das ist Wandel. Und dieser Wandel wird beeinflusst und geprägt durch Gottes Wort. Und wenn ihr die Bibel lest, fällt euch das ja auch auf. Wenn wir im Alten Testament zum Beispiel lesen, dann haben wir ständig mit Königen zu tun. Psalmen hat ein König geschrieben, der König David. Abraham, das war ein besonderer Mann, ja? Das war ein Fürst mit Gott. Das war nicht der Durchschnitts-Israelit, wenn ich das so ganz verkürzt sagen darf. Ja? Salomo, Sprüche Salomos, das heißt, Gott führt uns in die Gedanken seiner Könige ein. Warum macht er das denn? Weil wir lernen sollen. Entschuldigung, ich sag's mal ganz banal, weil wir ein bisschen Anstand lernen sollen. Wir sind so ungebildete Leute in vielem, ja? Und wir sollen ein bisschen lernen von dem König David. Ja, der hatte auch dunkle Seiten, der hatte auch helle Seiten. Und die Gedanken Davids, wie er betet, wie er denkt, wie er glaubt, wie Abraham vorgeht, wie Abraham wächst, wie das wachstümlich ist in ihm, was Salomo zu sagen hat, das sind Dinge, wo Gott uns schult. Ja, weil die Gemeinde Gottes ja ein königliches Priestertum sein soll und kein Lotterpriestertum. Ja? Gott möchte, dass wir geschult werden und dass unsere Stellung, dass unser Wandel dieser Stellung dann auch entspricht. Das heißt, Gott hat etwas vor mit seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist, solange sie hier ist auf Erden, wird die Gemeinde geschult, die wird unterwiesen. Und am Anfang unseres Glaubenslebens geht es dann nur um mich und mein Verhältnis vor Jesus und ein Stück weit mein Zerbrechen vor Gott. Gott bricht den Menschen nicht, weil er uns zerbrechen will, sondern weil er uns aufbrechen will, damit da etwas Neues rauskommt. Und wenn ich mit Gott verstehe, dass ich diese Dinge, dass ich mich selber erkenne und verstehe, dass ich Sünder bin vor Gott und dass ich Gnade habe und dass ich ein neuer Mensch sein darf in Christus, das ist ja die Balance, die wir einnehmen im Glauben, dann werde ich von meiner Persönlichkeit ein Stück, wie soll ich das sagen, das ist Persönlichkeitsbildung. Und dann wird Gott weitergehen, dann geht es nicht mehr nur um mein sündhaftes Leben und wie ich Vergebung bekomme und wie ich ein Heiligungsleben auch lebe, sondern dann kommen die Anfechtungen auch von außen, dann kommt der Kampf auch von außen. Der kommt dann meistens von der Welt, weil die Welt sagt, was ist mit dir los, bist du jetzt fromm geworden oder was? Bei mir haben sie gesagt, hast du eine Gehirnwäsche bekommen? Ja, sag ich, Gehirnwäsche und Herz wurde auch gewaschen, der ganze Kerl, ja. Und danach gibt es einen ganz besonderen Kampf, dann hat man plötzlich Kampf mit Geschwistern. Ja? Und dann hat man vielleicht noch andere Kämpfe, die verborgen sind und die jedem Einzelnen vorbehalten sind. Das heißt also, die Gemeinde Jesu wird erzogen, die wird irgendwo erwachsen gemacht. Wir werden im Glauben erwachsen gemacht. Und wenn wir erwachsen sind, dann gehen wir nach Hause. Ja? Dann gehen wir heim. Nicht, weil wir Krebs haben oder einen Autounfall, dann ist die Zeit abgelaufen, gehen wir nach Hause. Und dann kommt die Vollendung. Und das macht Gott seit 2000 Jahren, so wie der Salomo den Tempel baut. Ja, der Salomo hat ja den Tempel gebaut und der wurde in einem Steinbruch fertiggestellt und dann wurde der urplötzlich aufgestellt. Ja, dann wurden die Steine, nachdem sie fertig behauen wurden, kamen die nach Jerusalem und zack, zack, zack war der Tempel fertig. Man hat keinen Steinschlag gehört. Das finde ich ein schönes Bild, ja? So wird der Tempel Christi auch gebaut. Man hört keinen Steinschlag und plötzlich wird er fertig sein. Und die Welt wird staunen darüber. Die sagt, was, Moment, hätte ich das gewusst, wäre ich da auch dabei gewesen. Ja, hast du immer gehört, ja? Sollst Buße tun, sollst umkehren. Ja, das war mir auch zu peinlich und zu blöd. Ja, genau. Das ist eine enge Pforte, wo man durchgeht. Ja? Und das Evangelium sieht von außen erstmal sehr unscheinbar aus und naiv und ein bisschen kindlich. Ich sage immer gerne, so eine verlogene Welt, wie die, in der wir leben, die muss die Bibel ja abqualifizieren, ja, und zur Torheit machen. Aber wir haben als Kinder einen Stein gefunden im Bach, so einen ganz grauen, langweiligen Stein, haben den mit nach Hause genommen, haben den aufgeschlagen mit einem Vorschlaghammer. Dann ist der aufgeplatzt und innen drin war der voller Katzengold, sagt man bei uns, so Bronze, so. Keine richtige Bronze, ja, Katzengold, ich weiß nicht, wie es heißt. Wie heißt es? Glimmer. Wie? Glimmer. Glimmer, ja, genau, ja. Und so ganz bunte ein Pyrit. Dankeschön, sehr gut, ja. Also ihr wisst, was ich meine, ihr kennt das, ja. Und wenn man den Stein wieder zusammengefügt hat, dann, weil der so sauber geplatzt war, hat man den Riss kaum gesehen, ja. Aber wenn man den aufgemacht hat, war der ganz hell und ganz funkelnd. Und dann habe ich gedacht, so ist das Evangelium.
Ja, ich bin eigentlich zum Glauben gekommen, ich habe es ja schon mal gesagt, weil ich keinen Sinn in meinem Leben hatte. Diese Fülle im Evangelium, die hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet. Und es wird nur mehr, je mehr man danach sucht. Ja? Okay. Also unsere Stellung, die wird jetzt hier beschrieben. Ich gebe euch ein paar Beispielstellen aus der Bibel. Stellung und Wandel. Luther hat das über eigentlich eingeführt und das war eins seiner Hauptthemen, Stellung und Wandel. Heute hört ihr Predigten, also 99% über euren Wandel. Wie man sich verhält, wie das irdische Verhältnis ist im Geschäft und all diese ganzen Dinge. Der irdische Mensch. Von der Stellung in Christus, da hört man kaum noch was. Und dann geht es im Kopf auch oft durcheinander, ja? Dass man die Stellung mit dem Wandel verwechselt und den Wandel mit der Stellung und Wiedergeburt mit Bekehrung und alles. Es ist nicht klar irgendwo, man ist so ein bisschen, man fischt irgendwie im Trüben, bis die Wolken aufreißen und man die Karawanken sieht, ja? So wie bei uns jetzt langsam. Ja? Dann langsam fängt man an, Jesus legt mal jemand die Hände auf und dann sagt der Herr, ob er sehen kann, sagt er, ich sehe die Menschen wie Bäume. Und dann legt Jesus ihm die Hände nochmal auf und dann kann er klar sehen. Ich habe mich lange gefragt, was soll das? Ist Jesus zu schwach? Hätte er denn nicht direkt klar sehen lassen können? Ja? Und dann habe ich gedacht, nee, das bin ich. Ich fange langsam, ich sehe Umrisse, ich sehe das schemenhaft, wie Bäume. Ja? Also, und je länger ich mit Jesus zusammen bin, desto schärfer kann ich sehen. Ja? Das lernt man zu sehen, besser zu sehen, mit geistlichen Augen. Diese hier werden ja immer schwächer. Ja? Aber unsere Nase wird immer besser. Ja. Ja, also Paulus spricht von der Stellung und sagt, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das ist neutestamentlich, das findet man nicht im Alten Testament. Ja, ja, das gibt es nur im Neuen Testament, das ist das, was ich eben gesagt habe. Wiedergeburt gibt es nur im Neuen Testament, bis zur Entrückung. Das Alte, der alte Mensch, das ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesus Christus und das Amt oder den Dienst, die Aufgabe gegeben, dass die Versöhnung predigt. Das heißt, das ist unsere neue Stellung in Christus, sind wir eine neue Schöpfung, weil Christus der zweite Adam ist oder der letzte Adam, ja, der zweite Mensch. Das ist eine neue Schöpfung in Adam. So groß wie die Schöpfung in Adam ist, die 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen vorgebracht hat, so groß ist das, was in Christus begonnen hat. Und ihr seid Erstlinge davon. Ja, das wird erst noch offenbar. Das ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in Christus, nicht mehr in Adam. Ein neuer Mensch. Das ist die Stellung, die wir haben, die wir einnehmen dürfen in diesem neuen Menschen, ja, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Und der Wandel, den beschreibt Paulus in Epheser 4, Vers 1, so ermahne, oder das heißt, ist nicht immer das strenge Ermahnen, das heißt auch das Ermuntern, Wachrütteln, Aufschrecken. Hallo, ja, hallo, hallo, wach, ja. Ich ermahne nun euch, ich Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, hier ist der Wandel, dass ihr euch verhaltet, wie es sich gebührt eurer Berufung. Ihr seid Königskinder, verhaltet euch so. Ja? Wie es sich gebührt eurer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut, mit Sanftmut, mit Geduld und vertragt einer den anderen in der Liebe und seid fleißig, zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Das heißt, dieser Wandel hier, der soll dem entsprechen, womit wir berufen sind, ja, der soll unserer Berufung entsprechen. Das heißt, die Berufung ist schon da und der Wandel soll dem nachfolgen. Ja? Das heißt also nicht, wir strengen uns an, um etwas zu werden, sondern wir bekommen aus Gnade geschenkt. Und das wird Raum in uns finden, so wie wir uns mit Gott beschäftigen und so wie wir sein Wort auch kennenlernen. Ja? Ein Bruder hat mal gesagt, dann bringen wir also automatisch, erfüllen wir das Gesetz automatisch, ja, sage ich, so wie so ein Automat, so nebenbei. Ja? Das erfüllt sich nebenbei. Also meine Liebsten, Philipper 2, also meine Liebsten, wie ihr alle Zeit seid gehorsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch nun vielmehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Sowas würde man nicht erwarten beim Paulus. Ja? Schaffet, das ist schwäbisch. Ja? Schaffe, Häusle baue. Gell? Ja? Ja? Schaffe, Seligkeit baue. Das würde man nicht erwarten, aber das gibt es auch in der Bibel. Ja? Und zwar nicht nur nachlässig, sondern tatsächlich mit Furcht. Und jetzt kommt noch was Verrückteres. Und das ist das, wo wir die ganzen Tage drüber sprechen. Kommt gar nicht von euch. Ja, Moment mal. Ja, da sagt Paulus, Gott ist es, der in euch wirkt. Beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ja, Moment mal. Soll ich jetzt hier schaffen oder schafft jetzt Gott? Beides. Ja, nacheinander oder? Nee, gleichzeitig. Ineinander.
Und das gibt es im Alten Testament nicht. Da ist der Israelit aufgerufen, halte das Gesetz. Es steht geschrieben und deswegen sollst du so und so tun. Das Gesetz ist nicht des Glaubens, das Gesetz musst du tun. Und im Neuen Testament haben wir mit der irdischen Welt zu tun, die wir mit diesen Augen sehen und beurteilen, und mit einer himmlischen Welt. Und wir sind noch zu sehr in der Logik verhaftet. Werdet verändert im Denksinn, sagt der Paulus in Römer 12, Vers 1. Lernt neu zu denken. Unsere Logik kann das nicht erfassen. Entweder macht Gott das, dann ist die logische Konsequenz daraus, ich brauche nichts zu tun. Ja? Oder ich mache das, und zwar mache ich das mit Furcht und Zittern, dann brauche ich Gott nicht. Ja? Das ist unsere Logik. Die Bibel ist nicht logisch. Das ist wahr. Unsere Logik ist aber auf 4 Dimensionen reduziert. Gott ist nicht auf Dimensionen reduziert. Gott hat Dimensionen geschaffen. Ja? Wir sind in unserer Logik reduziert. Das könnt ihr auch ganz schnell nachvollziehen. Frage als Beispiel mal. Ja? Kann Gott, der ja unendlich ist und mächtig, kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht hochheben kann? Jetzt geht es bei euch im Kopf. Wenn man einen Prozessor hätte, würde der heiß laufen jetzt, ja? Also Gott ist ja unendlich, er ist auch ewig, er ist unendlich mächtig und er kann alles tun, was er will, kann einen Stein schaffen, der seine eigene Vollmacht übertrifft. Naja, eigentlich schon, weil sonst ist er nicht allmächtig. Aber andererseits geht das auch wieder nicht, weil dann würde das seine Allmacht ja wieder einschränken. Das heißt, zwei Parallelen treffen sich in der Unendlichkeit, oder wie? Es gibt Aussagen in der Physik, die selbst in der Physik, die wir mit unserer Logik nicht ergreifen können und die trotzdem wahr sind. Gott kann Naturgesetze. Natürlich. Entschuldigung, wir reden doch über Gott. Wir reden ja nicht über irgendwas oder irgendwen. Wir reden über Gott und da müssen wir sehr vorsichtig sein und in den Rahmen der Schrift bleiben, weil wenn wir uns auf die Vernunftsebene begeben, kommen wir immer zu einem falschen Urteil. Ja? Ja? Deswegen bleiben wir. Paulus sagt, wir nehmen unsere Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi, damit die Gedanken nicht fliegen wie die Vöglein. Da sind wir, haben wir Bedeckung auf dem Haupt, haben wir gestern Abend gesprochen. Das ist die Bedeckung. Wir bleiben unter diesem Wort. Ja? Denn sonst kommt immer raus, dass Gott schuld ist. Wie kann Gott das zulassen, das Unheil in der Welt? Das ist auch so eine logische Frage. Eine kluge Frage. Aber zutiefst logisch. Und wir Christen lassen uns dann oft davon verführen und auf die logische Ebene ziehen. Ja? Und dann wird Gottes Allmacht ihm zum Verhängnis. Weil er könnte das ja ändern, diesen Wahnsinn da draußen. Wenn er das nicht macht, müsste nach logischer Schlussfolgerung Gott ja böse sein. Und an so einen bösen Gott brauche ich, der gute, logische Mensch, nicht zu glauben. Das ist die Argumentation. Ja? Ja, freier Wille, das ist auch so eine Sache. Ja. Ja. Also Gott hat auf jeden Fall einen freien Willen, werdet ihr einverstanden? Ja? Gott ist über aller Himmel, ihr Lieben. Ja? Das Wort wurde Fleisch und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wir reden über Gott, da gibt es keine Begrenzung. Gott tut nicht Gut und Böse. Gott ist über Gut und Böse. Selbst wenn Gott das Böse tun würde, wäre es gut. Warum? Weil es göttlich ist. Es gibt keine Instanz, mit der wir Gott einordnen könnten. Gott ist über dem Allen. Was wollen wir über Gott sagen? Gott ist immer gut. Warum? Weil er Gott ist. Ja? Es gibt keine Adjektive, mit denen man Gott beschreiben könnte. Nochmal, aller Himmel können ihn nicht fassen. Selbst der Himmel, wie will man es denn noch ausdrücken? Ja? Wir reden über Gott, wir reden über ein göttliches Wesen und wir müssen uns einfach zugestehen, da sind unsere Sinne nicht in der Lage, das zu ergreifen, sonst wäre er nicht Gott. Und deswegen ist das Evangelium auch nicht logisch, sondern wahr. Es ist göttlich. Und Gott hat uns von seinem Geist gegeben, damit wir verstehen können, auch die Tiefen der Gottheit, aber erst Stück für Stück. Und sehr, sehr bescheiden. Das ist etwas, eine andere Seinsqualität, wenn wir über Gott sprechen. Ja? Und das müssen wir, deswegen das, was in der Welt ist, der Wahnsinn in der Welt, da ist nicht Gott schuld dran, da sind die Menschen schuld dran. Ja? Da wird Gott auf eine Anklagebank gesetzt, wo er überhaupt nicht drauf sitzt.
Gott braucht auch keinen Verteidiger. Ja? Also das sind so Sachen, wo manchmal höre ich im Internet, dass sagen Leute, das klingt aber logisch. Dann denke ich so bei mir, Ja? Das hat nichts mit Logik, hat nichts zu tun. Logik kann richtig sein, kann aber falsch sein. Unsere Logik, ist doch unser Verstand, der ist doch auch im Sündenfall mitgefallen, oder? Mhm. Natürlich. Das ist doch, ja. Gut. Bitte? Ja, ja, ja. Das übersteigt unseren Verstand. Deswegen ist nicht, das Evangelium ist nicht, dass es nicht zu verstehen wäre, aber es ist nicht zu verstehen. Ja, das entzieht sich unserem irdischen Denken. Und deswegen sagt Paulus in Römer 12, Vers 9, werdet verändert am Denksinn, lernt biblisch zu denken. Das ist eine andere Kategorie zu denken. Das fängt mit Bescheidenheit an, nicht mit Intellekt. Ja? Gut, also hier haben wir schon so ein Kataklysma, ja? So ein Bruch eigentlich zwischen dem Wandel, zwischen dem Menschen, der sich anstrengt, der mit Furcht und Zittern schafft, dass er selig wird. Denn Gott ist es, der in ihm wirkt. Das heißt, hier trifft also Ewigkeit auf Zeitlichkeit, hier trifft Gott auf Mensch, hier trifft Unbegrenztheit auf Beschränktheit, ja, wenn ich das so sagen soll, ohne euch beleidigen und mich beleidigen zu wollen, ja. Und das ist nebeneinander. Das ist schon mal spannend. Ja, jetzt sind wir ganz verwirrt. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Glauben sollst es. Ja? Ein Bruder hat zu mir gesagt, vielleicht ist Geistesleitung gar nicht so weit weg von ganz normalen, nüchternen Lebensentscheidungen. Ja, fand ich einen guten Gedanken. Das ist sehr geerdet. Das ist nicht so abgehoben. Ja, das ist sehr geerdet. Sehr, ja. Und das ist auch hier, das geht ineinander. Ja, das spielt ineinander. Ich kann das nicht erklären, ich kann das nur so bezeugen. Ja? Aber man sieht hier, das gab es im Alten Testament nicht. Das gibt es für die Gemeinde Jesu. Und das macht für uns manches so schwierig zu verstehen, weil wir plötzlich mit der ewigen Welt in Kontakt kommen und in Berührung kommen, in Verbindung gebracht werden. Und das irgendwie unserem Denken irgendwo widerspricht auf den ersten Blick, bis man langsam versteht. Ja? Auch hier jetzt wieder Wandel, ja? Also Verhalten. Da sagt Paulus, das ist gewisslich wahr, solches will ich, dass du fest lehrest. Oh. Ja, sagt es den Leuten, Leute, dass sie es wissen auch. Ja? Auf dass die an Gott gläubig sind geworden, in einem Stand guter Werke gefunden werden. Solches ist nützlich, gut und nütze den Menschen. Also in einem ganzen Strauß von guten Werken. Ja, Moment, aber aus Werken werde ich doch nicht gerecht. Nee, hier geht es doch nicht darum, vor Gott gerecht zu werden. Hier geht es darum, wie ich mich verhalte, ob ich pünktlich zur Arbeit komme und pünktlich gehe oder, ja, oder ein bisschen länger bleibe oder ein bisschen früher komme. Ja, hier geht es nicht darum, um vor Gott gerecht zu werden, sondern hier geht es darum, wie ich mich hier im irdischen Umfeld verhalte. Und ich kenne Brüder, die haben sehr große Erkenntnis. Aber wenn es ums Schaffe geht, kannst du die nicht finden. Ja? Schwupp sind die weg. Die haben auch noch nie eine Geschäftsstelle mal vernünftig angefangen. Die haben ein Jahr angefangen, da waren die ein Jahr dort, dann waren sie wieder weg. Dann waren sie wieder beim nächsten, ja, am nächsten Job wieder angefangen, nach einem Jahr waren sie wieder weg. Manchmal nach einem halben Jahr. Der Chef sagt, ich kann die nicht wirklich gebrauchen. Ja? Maulhelden, sagt man dazu. Schwätzer. Das sind Schwätzer. Und ich bin überzeugt, wenn die Zöllner Jesus gesehen haben und Jesus mit denen zu Mittag gegessen hat, haben die gesagt, habt ihr die Hände gesehen von Jesus? Das ist ein Schaffer. Das ist Schaffig, heißt es im Schwäbischen. Das ist ein Zimmermann, der kann zupacken. Der weiß, wie ein Hammer zu halten ist. Der kann Nägel einschlagen, ganzen Tag lang. Ja? Das ist einer von uns. Das ist kein Schwätzer wie die anderen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Erst da wird man glaubwürdig. Paulus sagt, niemand soll der Gemeinde vorstehen, der seiner Familie nicht ordentlich vorstehen kann. Das finde ich mal einen guten Rat. Ja? Keine Ersatzkarriere in der Gemeinde machen. Weil ich im Job kriege ich es hier irgendwie nicht hin, ja? Weil ich da zu dumm bin oder zu faul, aber in der Gemeinde bin ich dann wer. Das sagt Paulus, das nicht. Das geht nicht. Ja? Das geht nicht. Und das ist dieses Nüchterne, dieses Lebensnüchterne, was das Evangelium uns auch gibt, dass die Bibel sagt, wenn die an Gott gläubig geworden sind, die sollen in einem Stand guter Werke gefunden werden, damit sie ein gutes Zeugnis haben in der Welt. Weil die Leute sagen, das ist ein fleißiger Mann, ich weiß das. Und der ist trotzdem gütig. Ich habe für den Rollrasen verlegt oder die Mauer habe ich für den gemauert und der hat mir immer was nebenbei gegeben. Ich kenne den, der ist zuverlässig, der kommt pünktlich. Wenn du dem was sagst, das ist gemacht. Ja, das ist ein vertrauenswürdiger, zuverlässiger Mann, dem kann ich was anvertrauen. Und ich weiß, der ist auch fromm, ja, aber vielleicht ist an dem Glauben was dran, weil der scheint ja sonst auch ein zuverlässiger, der ist ein überlegter Mensch. Ja? Dann wird das Evangelium zuverlässig.
Und Entschuldigung, um das nochmal zu sagen, die Maulhelden und die Schwätzer, ich mag die überhaupt nicht. Die sind vollkommen unglaubwürdig. Ja? Und ich weiß von Brüdern, die sich auch im Internet groß stark machen für bestimmte Dinge und für das Evangelium und zu Hause geht gar nichts. Die Ehen sind kaputt, das Vermögen ist draufgetrieben und sie sind wirklich als unangenehme Zeitgenossen bekannt im nächsten Umfeld. Aber haben kennen, wissen alles, ja, also bis in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und das sind Maulhelden. Das geht nicht. Ich würde mit so jemand auch niemand über das Evangelium reden. Ich würde sagen, hier, das musst du erst hier, ja, räum mal dein Leben auf. Und dann, mit so Leuten kannst du auch über das Evangelium dann sprechen. Das finde ich dann erfrischend. Ja. Also diese Nüchternheit kennt die Bibel da im Wandel. Ja. Lass aber auch nochmal hier, ne? Lass aber auch die unseren lernen, dass sie im Stand guter Werke sich finden lassen, wo man ihrer bedarf, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Also das ist auch eine Form von Frucht, die da gebracht wird. Und das ist ganz konkret, ganz normal im Alltag. Und da sollen wir uns schulen drin, da sollen wir uns üben drin, da sollen wir bekannt sein für. Ja, das ist das, was die Bibel uns da vorgibt. Wandel, Stellung und Wandel, ja, das wie Menschen sich verhalten sollen. Wenn man die Themenübersicht, das ist ein schmaler Grat zwischen Stellung und Wandel zu unterscheiden, aber für mich sehr wichtig auch, um mich selber auch zu verstehen. Ja, der Wandel, die Stellung, die ich habe, ist vertikal. Die Stellung ist meine Situation vor Gott. Der Wandel ist horizontal, wie ich mich euch gegenüber verhalte, ja? Wie ihr euch mir gegenüber, wie wir uns der Welt gegenüber verhalten. Das ist der Wandel. Und das sind diese zwei unterschiedlichen Richtungen, die Bibel da kennt, ja? Jetzt überlege ich gerade, ich will mal Folgendes tun, ich hoffe, ich kriege das hier hin. Das möchte ich euch gerne ein bisschen zeigen, weil es auch von Stellung und Wandel spricht. Das haben wir schon gehabt hier, diese zwei Gesetze, Gesetz vom Sinai und das Gesetz Christi, das kennt ihr schon. Das hier ist die Situation des Menschen im alten Bund. Ja? Das ist die alte Natur, die ist unter Gesetz. Und eine neue Natur, die existierte damals noch nicht im alten Bund. Ja? Es gab den alten Menschen, der Israelit, und der war unter Gesetz. Das hier ist etwas rein Neutestamentliches. Im neuen Bund sieht das anders aus. Da gibt es unsere alte Natur, die ist unter Gesetz, das ist der alte Mensch und der wird wieder zur Erde werden. Und es gibt einen neuen Menschen, der ist in Christus, der ist durch Gottes Geist gezeugt in uns. Und diese neue Natur, die ist nicht unter Gesetz und dieser Mensch, der wird leben. Und wenn Paulus sagt, wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade, dann meint er diesen neuen Menschen. Ja? Dann streicht den anderen weg. Ja, der kommt auch gleich weg. Gut, ja? Ich mache den nicht so gerne weg, weil bei mir ist er noch oft sehr lebendig. Ja, ja. Und das macht uns halt viele Probleme. Ja, man muss irgendwie mit dem alten Kerl umgehen. Ja, Luther sagt, der muss auch ersäuft werden bei der Taufe. Ja, aber das Biest kann schwimmen, sagt er, glaube ich. Ja. Also deswegen lasse ich das, weil das zur Lebensnüchternheit dazu gehört. Ja. Es gibt vielleicht in eurem Leben Schwachpunkte, die für andere keine Schwachpunkte sind. Ja, vielleicht seid ihr angefochten in einer bestimmten Disziplin, die für andere überhaupt kein Problem darstellen. Und umgekehrt, ja, da hat jeder so seine Veranlagung. Und es ist gut, sich kennenzulernen in der Richtung. Wenn ihr ein Vorstellungsgespräch geführt habt früher, dann haben die gefragt, was sind denn ihre Stärken? Letzter Zeit fragt man, was sind denn ihre Schwächen? Weil die sagen, jemand, der seine Schwächen kennt, der kennt sich eigentlich überhaupt erst wirklich. Ja? Und das ist im Evangelium auch so, das zeigt uns auch Gott, ja. Und deswegen lasse ich die alte Natur da, ich bin einverstanden, ja, die gilt nicht mehr vor Gott, aber die ist noch da, ja. So, und die Bibel, die sagt jetzt, der Mensch wird gerecht vor Gott allein durch den Glauben. Das betrifft die Stellung. Und wenn ich das im Internet sage, dann antworten mir die Leute hier, die Gesetzesleute, das genügt nicht, ich muss auch die Gebote halten. Aber die Gebote zu halten, das betrifft doch den Wandel. Das ist ja meine Lebensführung. Ich muss die Gebote halten. Und ich rede überhaupt nicht davon, was ihr horizontal in eurem Alltagsleben tun sollt. Ja? Sondern ich rede davon, wie wir vor Gott gerecht werden können. Und das geht nur durch den Glauben. Nicht indem wir etwas tun, sondern indem wir glauben, dass Jesus getan hat. Und dass das, was Jesus getan hat, ausreicht. Ja? Das ist der Glaube. Wir glauben an das Tun eines anderen. Das ist so, als ob ihr euch bewerbt auf eine Stelle und der Chef sagt, haben Sie einen Führerschein? Und dann sagt ihr, nee, ich kenne aber einen, der hat einen Führerschein. Kriegt ihr dann den Job? Na, nimmer mal, ja? Haben Sie einen Schweißerschein? Nee, aber ich kenne einen, der hat einen Schweißerschein. Haben Sie Abitur?
ich habe keinen Schulabschluss, aber ich weiß jemanden, der einen Schulabschluss hat. Der kriegt doch die Stelle niemals, oder? Aber im Himmel ist da die richtige Antwort. Bist du gerecht vor Gott? Nein, aber ich kenne einen, der ist gerecht vor Gott. So töricht ist das Evangelium. Was ist töricht für die Juden? Ein Ärgernis für die Juden und für die Heiden, für die Griechen eine Torheit, ja? So töricht ist das, was wir predigen. Aber es rettet Menschen. Es ist der Logik entgegen. Und hier ist eine ganz große Verwechslung, die hier stattfindet, ja? Denn die Stellung vor Gott, die wird nur durch den Glauben beeinflusst. Und der Gesetzesmensch, der sieht aber die Stellung vor Gott nicht, der will auch noch wandeln. Warum? Weil der nicht hinaufschaut, der schaut nur horizontal. Kühe können nicht nach oben gucken, ist das richtig? Oder schwer, ich weiß, ich kenne mich nicht so aus. Kühe, können die nach oben gucken? Bisschen, ja, bisschen. Oh, das ist noch besser, bisschen nach oben, ja? Ja, also, ja. Versteht ihr aber, was ich meine damit, ja? Der Gesetzesmensch ist irdisch gesinnt. Und er, durch sein Handeln will er sich und Gott beweisen, dass er ein rechter Kerl ist. Und eigentlich will er vor den beiden, will er noch dem Nächsten zeigen, dass er ein rechter Kerl ist. Ich bin recht, ja? Die Welt ist schlecht und so ungerecht, aber ich bin recht. So ein schwäbisches Schüttelreim, ja? Das heißt, der Gesetzesmensch sieht nur horizontal, der vergleicht sich nur mit Menschen. Der ist religiös, aber der schaut nicht nach oben zu Gott. Der hat ein ähnliches Vokabular wie wir auch, aber er ist nur horizontal und es geht ihm nur um die Gebote zu halten und es geht ihm nur um den Wandel. Er versteht das hier überhaupt nicht, wo man von spricht. Wenn man ihn jetzt direkt darauf anspricht, dann hat er auch ein paar fromme Worte dazu. Aber die Antwort, die er hier drauf gibt, auf diese Rechtfertigung vor Gott, diese Stellung in Christus, da antwortet er drauf, ich muss auch die Gebote halten. Ja? Und vielleicht nur, weil mir das gerade auch so in den Sinn kommt. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Ja? Nur weil, dass ich das nicht vergesse, weil das wichtig ist. Weil jemand bei den Bibeltagen hat mal gesagt, du hast gesagt, im Neuen Testament steht, dass wir die Gesetze nicht halten sollen. Aber Jesus sagt doch, wer mich liebt, hält meine Gebote. Genau. Und jetzt ist ja der Punkt der, wenn ihr genau hinhört, dann sagt Jesus nicht, wer mich liebt, hält die Gebote Mose, sondern meine Gebote. Ach, der Zimmermann aus Nazareth hat Gebote? Darf der dann Gebote machen? Um Himmels Willen, nein. Außer er wäre Gott. Ja? Aber Jesus sagt nicht, haltet das Gebot vom Sinai, haltet die Gebote des Mose, sondern er sagt, haltet meine Gebote, wer mich liebt, hält meine Gebote. Welche denn? Das Gebot Christi, das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes, das ist das. Ja? Und deswegen sage ich, man muss da genau hinhören. Und wenn man den Faden mal aufgenommen hat, dann wird das wirklich zum Evangelium, zur frohen Botschaft. Das ist eine gute Botschaft. Ja? Und dann sieht man, wie viel Gestrüpp da oft drüber liegt. Und wie viele Geschwister da nicht gut gelehrt sind, weil die Prediger nur sehen, wie man Bäume sieht. Die sehen nicht scharf, ja? Und dieses scharfe Sehen, was dann aus Gottes Wort auch predigt wird, nicht Vortrag, nicht Referat, sondern Predigt des Wortes Gottes, das fehlt uns heute. Das ist die Stellung, die ist vertikal, da geht es um Gott. Das ist der Wandel, der betrifft andere Menschen. Das Weiße hier, das ist soll unser neuer Mensch sein, ja? Und das Dunkle, das Schwarze, das ist der alte Mensch. Und das ist hier die Welt, ja, sage ich mal. Und der Umgang mit anderen, da könnte auch noch ein Christ irgendwo sein, ja? Aber was ich damit sagen will, ist der Wandel, das ist das Horizontale, wie ich mich verhalte, mein Verhalten im Alltag mit Ehepartnern und mit allen möglichen Menschen, ja? Und jetzt sagt Paulus hier was Spannendes in Bezug auf diese Stellung. Er sagt, die aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Das hört sich ja schon masochistisch an. Ja? Warum schreibt er denn sowas? Er könnte doch auch schreiben, welche aber Christus angehören, die halten das Gesetz des Mose. Macht er nicht. Wem schreibt er das denn hier überhaupt, den Galatern? Die Galater wollten ja unbedingt das Gesetz des Mose halten mit Beschneidung und Gesetzen und Festtagen und Sabbaten. Ja? Die waren doch gerade dabei. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht die Aufgabe der Gemeinde. Wer hat denn sein Fleisch gekreuzigt? Christus. Wir sollen wie Christus sein. Das heißt, wir sollen nicht das Gesetz des Mose halten, sondern das hier im übertragenen Sinn tun, unser Fleisch kreuzigen, den alten Menschen. Ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt, in Christus. Paulus hat eine ganz andere Linie.
Das ist ein ganz anderes Vokabular, was der hier verwendet. Und wenn man das versteht, dass der Paulus auf einer anderen Ebene unterwegs ist, das ist eine Himmelsebene, das ist eine Christusebene, das ist Christi Gebot, nicht mehr Mose, dann kann man das plötzlich einordnen. Und dann sieht man immer schärfer. Immer, immer, immer schärfer. Und dann... Ja, genau. Ja. Das ist praktisch die Beschneidung, ist das alttestamentliche Schattenbild. Ja? Deswegen, das hört sich natürlich hier erstmal so martialisch an, aber man muss das vor dem Hintergrund des Christusevangeliums sehen, was Paulus hat. Vor dem Hintergrund, dass er den Galatern erklären will, warum haltet ihr denn die irdischen Gebote, irdische Elemente, spricht er mal von im Galaterbrief, ja? Weil das Gesetz nur auf Erden gilt und nicht im Himmel. Ihr seid doch Himmelsbürger geworden. Tut das, was Christus getan hat. Ja? Und eure Aufgabe ist, das Fleisch zu kreuzigen, die fleischlichen Lüste abzulegen. Ja? An anderer Stelle im Kolosserbrief sagt der Kolosser 2, zieht den neuen Menschen an, zieht den alten aus. Er redet nicht mehr von Gebot. Er redet von etwas... was mit Christus zu tun hat, was mit einer neuen Natur, neue Kreatur zu tun hat. Und hier redet er davon, was Christus am Kreuz getan hat. Ja? Die, die Christus angehören, kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Also eine ganz neue, ein neuer Weg, ja? Ein Himmelsweg, eine andere Ebene. Ja? Das kennt ihr schon. Ja? Das Gesetz muss sich ändern. Wo das Priestertum sich geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Das Gesetz vom Sinai ändert sich in das Gesetz Christi. Und das sind die Bibelstellen, die habe ich euch auch schon mal gezeigt, einmal in Römer 8, ja, 4, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christo Jesu, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das hier, das finde ich was ganz Wichtiges. Das ist etwas Seelsorgerliches. Das ist seelsorgerlich für diejenigen, die unter ihrer Sünde leiden und nichts von dem alten, von dem neuen Menschen wissen, wie das einzuordnen ist. Paulus schreibt nämlich vorher, dass er zerbrochen ist unter den Begehrlichkeiten in seinem Leben. Er sagt, ich habe ja Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich würde das ja gerne tun, das Gesetz. Mit allen Fasern meines Herzens würde ich das. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was mich gefangen nimmt und was mich tötet. Und diesen Zwiespalt, den der Paulus da hat, den löst der Paulus nicht auf. Der sagt später dann, so diene ich nun mit meinem Gemüt dem Gesetz Gottes und mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Hört ihr das? Der hat keine Lösung dafür. Der sagt, dieser Zwiespalt, der bleibt bestehen. Dieser Kampf gegen Fleisch und zwischen Fleisch und Geist, der bleibt bestehen, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Galaterbrief, ja? Nicht das, was ihr billigt. Nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich nicht will, das tue ich. Das ist Römer 7. Jetzt versetzt euch in die Pharisäer. Dann sagen die, hey Paulus, wir haben uns den Römerbrief kommen lassen. Du schreibst es ja selber, dass du ein Sünder bist. Wir haben es schriftlich von dir. Merkt ihr, wie der Paulus sich da angreifbar macht, weil er in seine Seele hineinschauen lässt, was einem wiedergeborenen Menschen ein großer Trost ist? Das war lebensgefährlich für den Paulus. Die Pharisäer haben gesagt, du hast das selber geschrieben. Wir haben da Abschriften uns holen lassen. Es hat uns interessiert, wie du so denkst über dich. Und dann schreibst du ja auch, dass du dem Gesetz der Sünde dienst mit allen Begehrlichkeiten. Da müssen wir dich wohl steinigen. Ja? Nach sieben kommt acht. Aber selbst die heutigen Pharisäer verstehen sieben nicht. Die sagen, das war ja vor der Bekehrung von Paulus. Das ist hart umkämpft. Ja? Und Paulus sagt dann zum Schluss, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das ist der alte Mensch, der ihm anhaftet, der ihm anklebt, der immer noch diese Begehrlichkeiten hat und diese Unmöglichkeiten hat, die er gerne ablegen würde. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und der zweite Teil von dem Vers ist, so diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Beides zur gleichen Zeit. Parallel. Und deswegen lasse ich das schwarze Männlein da noch. Weil das Lebensnüchternheit ist. Paulus ist ein zerrissener Mensch. Ja? Weil der nicht mehr der Alte ist. Der gehört nicht mehr der alten Schöpfung an, aber auch noch nicht richtig der neuen Schöpfung. Und das geht euch auch so, wenn ihr im Glauben steht. Das ist auch eine Zerrissenheit, die man selber hat.
Und nachdem Paulus diese Schlussfolgerung macht, sagt er, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Und das ist ganz wichtig für unsere seelische Verfassung, für unsere Glaubensverfassung, dass wir uns auf diese neuen Menschen stellen und sagen, da ist nichts Verdammliches in Christus, weil der neue Mensch wird aufbewahrt im Himmel für uns. Und Jesus ist nicht für theoretische Sünden gestorben, sondern für unser aller sehr praktische Sünden. Und aus der Gnade zu leben, ja, aus der Gnade zu leben, klingt erstmal gut, heißt aber, dass man Gnade braucht. Dass man Gnade in Anspruch genommen hat. Warum denn? Weil man übertreten hat. Aus der Gnade zu leben und in der Gnade zu wachsen, heißt zu sehen, dass man das Gesetz immer häufiger, oder ich sag mal, man sieht immer häufiger, dass man das Gesetz übertritt, weil unsere Sinne auch feiner werden. Das heißt, in der Gnade zu wachsen, heißt auch, dass man die Gnade in Anspruch nehmen musste. Das ist ein Prozess, ja, das ich habe einen Bekannten, der macht Fortbildungen für Banker. Und der sagt, wenn ich Fortbildungen mache, das ist ein ganz komisches Geschäft. Sag ich, wieso? Naja, sagt er, also wenn jemand was lernt, wenn man jemand was beibringt, das tut weh. Der muss sich plagen dafür. Und wenn ich die Leute aber plage in meinen Seminaren, dann kommen die nicht mehr. Also muss ich irgendwie denen das Gefühl geben, die haben was gelernt bei mir, ohne dass ich denen weh tue. Dafür kriege ich Geld. Ja? Der hat was verstanden. Natürlich, was in eine falsche Richtung irgendwo geht, ja? Aber in der Gnade zu wachsen, will ich damit sagen, das ist Arbeit, das ist Mühe, das ist etwas, wo Gott uns hineinführt und durchführt. Und das ist ein Prozess, das ist wachstümlich. Und das macht Gott an jedem Christen. Und wenn wir das verstehen und uns dann darauf berufen dürfen und sagen dürfen, so ist nur nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, dann ist das was, was uns entlastet, ja, was uns Hoffnung gibt, was uns einerseits geerdet hält und was uns auch Geduld haben lässt mit dem anderen, wenn der einen Fehler macht, dann sagen wir, das habe ich auch schon gemacht. Ja, das hat mir leid getan nachher. Das heißt, das Verhältnis, was wir zu unserem Nächsten haben, ist nicht geprägt, ob wir den sympathisch finden, sondern von meinem Verhältnis zu Jesus. Ja, das hat also Auswirkungen auf den Wandel. Das heißt, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist, die nicht nach der Logik wandeln, nicht nach der Vernunft, nicht nach dem Gesetz, nicht nach dem Verstand, nicht nach der Religiosität und Frömmigkeit, sondern nach dem Geist, der in Christus ist. Ja, das ist was ganz, ganz anderes. Ja? Okay, das war das Gesetz des Geistes, das ist Jakobus, kennt ihr auch schon, ja? Gesetz der Freiheit, das Gesetz, das keine Freiheit kennt eigentlich. Also das Gesetz der Freiheit ist ein Widerspruch in sich selber, so muss man richtig sagen. Ja? Und hier Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wer mich lieb hat, hält meine Gebote. Christus hat unsere Last getragen, also sollen wir auch die Last des anderen tragen. Ja? Christus geht mit seiner Gemeinde liebevoll um, also sollen die Männer auch liebevoll mit ihren Frauen umgehen. Ja? Und das heißt also, die Situation zwischen Christus und der Gemeinde ist das Original für das Abbild hier auf der Erde. Paulus orientiert sich bei Mann und Frau nicht an der Schöpfungsordnung, sondern an Christus. Ja? Hört er auf Ehen, Predigten aber immer anders. Ja, geht es immer um Adam und Eva. Ist auch okay, ja. Ist nicht schlimm. Aber Paulus sagt das, was Christus getan hat, er hat es anderen Last getragen, das tut er auch. Warum? Ihr seid doch sein Leib. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Ja? Also das ist dieser Gedanke, den man hat. Das sind die drei Bibelstellen. Ja, und das ist Römer 8, Vers 1, es ist nichts Verdammtes an denen, die in Christus Jesus sind. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, das müssen wir festhalten. Die Aufgabe der Gemeinde ist nicht mehr das Gesetz zu halten, sondern die Aufgabe der Gemeinde ist es, Christus darzustellen. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Was denn? Ist zu schnell? Wenn ihr wollt, schicke ich euch zum Downloaden. Ja? Wollt ihr die aufschreiben? Die da? Ja? Ich kann dir in der Zeit von was anderem erzählen. Weil ich muss nur einmal schnell gucken, wo ich hin will. Ah ja, genau. Ja, das Gesetz gilt nicht mehr für, ein bisschen Überschneidungen haben wir, weil diese Folien, die wir jetzt hintereinander anschauen, die sind nicht so erstellt worden, dass die hintereinander angeguckt werden sollen. Die waren eigentlich immer zum Abwechseln mit Daniel, ja. Deswegen sind da manchmal ein paar Überschneidungen drin. Seid soweit. Gut. Ja, ja, genau, ja, ja. Okay, das Gesetz des Mose,
Das gilt nur auf Erden. Ja? Das gilt nicht im Himmel. Der neue Mensch wird vom Gesetz des Mose nicht erreicht, weil sein Bürgerrecht ist im Himmel. Und dieser neue Mensch wird und dessen Erbe wird im Himmel aufbewahrt. Ja? Paulus sagt zu den Galatern, warum wollt ihr denn noch den irdischen Elementen dienen, denen ihr abgestorben seid, denen ihr enthoben seid? Was sind denn diese irdischen Elemente? Naja, alles, was das Gesetz betrifft, ja? Die Opfer und den Sabbat, das ist alles irdisch, das sind Schattenbilder. Wieso geht ihr zu den Schattenbildern zurück, wo ihr in den Wesenheiten sein könntet? Ja? Das heißt also, das Gesetz, ja, ach, da ist es, genau, ja. Das Gesetz, das gilt nicht im Himmel, ja, sondern das ist auf der Erde für die Juden und für die sich dem Judentum zugesellt haben, ja. Und Paulus schreibt, nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch denn wiederum zu den schwachen und dürftigen Satzungen, welchen ihr von Neuem an dienen wollt? Wie, das Gesetz des Mose ist eine schwache und dürftige Satzung? Naja, offensichtlich. Warum denn? Weil sie nicht helfen kann. Das Gesetz richtet Zorn an, aber es kann nicht helfen. Christus kann helfen. Ja? Das heißt also, Paulus sagt, wieso geht ihr denn da zurück zu den schwachen und dürftigen Satzungen? Ja? Kolosserbrief, so ihr denn nun abgestorben seid mit Christus, den Satzungen der Welt. Ach so, das Gesetz gilt nur hier auf der Welt? Ja. Ihr seid mit Christus den Satzungen der Welt abgestorben. Was lasset ihr euch denn fangen mit Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Geht doch nicht wieder zurück, lasst euch nicht wieder unter das knechtische Joch fangen. Lebt in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat, aber benutzt diese Freiheit nicht zum Deckmantel der Bosheit. Das sagt die Bibel. Geht nicht wieder unter Gesetz, bindet euch an Jesus und werdet authentische Menschen. Zuverlässige, glaubwürdige, nüchterne, lebensnüchterne Menschen. Das ist der Mensch in Christus. Ja, und so, glaube ich, ist Jesus auch gesehen worden damals. Und es war ein Drama, dass man ihn gekreuzigt hat. Ein absolutes Drama. Das war der Mensch der Menschen. Ja? Und dass man Jesus gekreuzigt hat, das vergisst Gott der Welt nicht. Dieses Urteil schwebt über der Welt bis heute. Und da kann sie so modern sein, wie sie will, mit Mac und Windows und Porsche und was weiß ich. Das vergisst Gott nicht. Ja? Christus, wenn Jesus in den Raum gekommen ist, der hat den ausgefüllt. Das war persönlich, das war Gott geoffenbart im Fleisch. Der war ein König. Ja? Der hatte Aura, würde man heute sagen. Ich sage das nicht gerne, heute sagt man zu so Leuten Alpha-Tier. Da war eine Führungspersönlichkeit. Und zwar nicht nur für ein Unternehmen, für die ganze Schöpfung. Das war Jesus. Das war nicht irgendjemand. Und ich sage das immer gern, Pilatus hat gezittert. Und das war kein Kind von Traurigkeit, der Pilatus. Der hat gekreuzigt, was das Zeug hielt. Ja? Und da war leider ein Zimmermann drunter. Ja? Und der Pilatus hat gezittert vor Jesus. Und der sagt, woher kommst du? Das war Jesus. Jesus war ein Mann, ein König. Den ganzen Tempel leergeräumt. Ja, der ganze Tempel. Ich meine, die Händler haben ihre Ware zwischen Babylon und Jerusalem durch die Wüste geschippert und haben die gegen wilde Beduinen verteidigt. Und Jesus allein räumt den ganzen Tempel aus, dass die Pharisäer sagen, aus welcher Macht tust du das? Wisst ihr, was das für ein Mann war? Jesus, das war kein Schwächling. Das war Jesus. Ja? Und dass dieser Jesus gekreuzigt wurde, um Himmels Willen, die haben ja nicht mehr geschafft, den zu verurteilen. Das war so ärmlich. Die Ärmlichkeit der Welt wird doch da offenbar. Dann muss Jesus ihnen noch sagen, ja, wie sagt er, du sagst es, ja, bist du der Sohn Gottes. Dann muss Jesus ihnen noch einen Grund liefern, dass sie ihn töten können. So armselig, was die Menschheit da veranstaltet hat. Ja? Und so eindrücklich Jesus sterben, dass der Hauptmann sagt, das war Gottes Mensch. Und am Anfang haben sie noch Dreck in die Luft geworfen, haben gesagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und nachher sind sie alle still heimgegangen. Das war Jesus. Das war Jesus, ja? Okay. Satzungen der Welt, ja? Jetzt bin ich ein bisschen in Schwärmen gekommen, ja? Müssen wir da ein bisschen nachsehen. Ja, aber das gehört auch dazu, ja? Weil man Jesus oft so, das wird so runtergemacht in der Welt. Ich will das nicht mit Vokabeln benennen, weil die so lange im Kopf bleiben, aber das wird so niedergemacht. Jesus war der König aller Könige, ja? Das war er. Ja, 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 ja. Okay, das Gesetz in Bezug auf die Bündnisse, also das Gesetz vom Sinai, das war im Alten Testament für Israel gegeben und es war für den Fremdling gegeben, der sich zu Israel hielt. Die Nationen hatten kein so schönes Gesetz wie Israel. Es war ein gutes Gesetz. Die Nationen lebten nach dem Gesetz des Stärkeren
und nach dem Gesetz des Gewissens. Das Gesetz vom Sinai verurteilt die ganze Welt, sagt Paulus auch, ja? Und das Gesetz vom Sinai gilt nicht mehr für die Wiedergeborenen, allein für die. Alle anderen sind unter Gesetz, selbst unser alter Mensch. Nur der neue Mensch, der ist frei. Warum? Weil für den schon bezahlt wurde. Ja? Der gehört einer neuen Schöpfung an. Denn er erreicht das Gesetz nicht. Wenn das Gesetz ihn erreichen würde, hätte das Gesetz nichts an ihm auszusetzen, weil er ist ja nach Gott geschaffen. Ja? Das sind alles so Punkte, die wir berücksichtigen müssen, wenn uns jemand sagt, ihr müsst die Gebote halten. Das ist ein Unsinn, was im Internet erzählt wird, ihr müsst den Sabbat halten. Wir halten schon den Sabbat, wir ruhen in Christus. Ich habe 7 Tage die Woche, habe ich Sabbat. Ja? Und 7 Tage die Woche soll man auch schaffen, wenn es nötig ist. Ja? Ja? Also, okay, das Gesetz vom Sinai verurteilt die ganze Welt, sagt Paulus. Hier steht es, wir wissen aber das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf das aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Aha, dann ist ja also alle Welt unter Gottes Gesetz? Ja. Ja, das ist ja das, was ich sage. Für den neuen Menschen gilt das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz vom Sinai verurteilt den neuen Menschen nicht und galt noch nie für ihn. Ja? Das heißt, wenn wir uns auf die neue Schöpfung in Christus stellen, dann gilt das Gesetz für uns nicht. Unser Gesetz ist Christus. Ja? Das Gesetz vom Sinai verurteilt den alten Menschen und die ganze Welt, aber den neuen nicht. Ja? Okay, das ist jetzt Altes Testament, Gott und Israel. Ich habe hier 12 Männchen nebeneinander gemacht, alle schwarz. Es gab noch keine Wiedergeburt im Alten Testament. Ja? Und dieses Volk Israel, das war dem Gesetz des Mose verpflichtet. Da ruhte Israel drauf. Und als Jesus gestorben und auferstanden ist, hat sich das Priestertum geändert und das Gesetz auch. Jetzt gilt das Gesetz des Mose überhaupt nicht mehr. Jetzt gilt das Gesetz Christi. Ja? Was ich damit sagen will, ist, Gott hat das Gesetz des Mose außer Kraft gesetzt und hat das Gesetz Christi eingeführt. Und Gott wandert hier rüber. Ja? Gott ist, und Israel bleibt hier stecken. Die gehen nicht mit in den neuen Bund. Aber Gott ist jetzt hier und ein Überrest von Israel geht auch mit auf diesen neuen Bund. Ja? Und das ist jetzt Gemeinde Jesu, das ist etwas anderes als Israel. Ja? Das ist die Gemeinde Jesu. Und aus den Heiden kommen auch Menschen dazu, weil die Gemeinde Jesu aus Juden und Nichtjuden besteht. Ja? Gott hat in Christus einen neuen Menschen geschaffen. Und dieser neue Mensch, den brauchen die Juden und die Nichtjuden. Das ist Epheserbrief. Und dann wird irgendwann die Gemeinde entrückt und dann geht Gott wieder zurück zu Israel. Ja? Sind jetzt nur noch 10? Gut, okay. Ja, aber zumindest oder eigentlich zu dem, was dann noch übrig bleibt von Israel, weil Israel, ein Drittel von Israel wird ja, 2 Drittel wird umkommen und das letzte Drittel wird ja nochmal reduziert und von diesem letzten Drittel bleibt dann nur noch ein ganz kleiner Überteil übrig und wenn Christus wiederkommt auf den Ölberg, denn wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann kommt ein Erlöser zu Zion, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob, denn Jakob ist heute gottlos. Ja, das ist heftig, aber das ist so. Sonst würde Römer 11 ja nicht funktionieren. Sagt euch aber niemand. Könnt ihr im ganzen Internet suchen, sagt niemand. Aber dann wird der Erlöser nach Zion kommen und das gottlose Wesen von Jakob abwenden. Dann wird Jakob zu Israel und dann wird die Königspriesterschaft Christi beginnen. Wann kommt die ins neue Jerusalem? Bitte? Und wann kommt die ins neue Jerusalem? Also ich glaube, dass das neue Jerusalem kommt ja, glaube ich, nach dem 1000-jährigen Reich überhaupt. Neue Himmel, neue Erde, ne? Ich glaube, dass Christus auf den Ölberg kommt, das zerstreute Israel dann sammelt oder das zerstreute Jakob sammelt und daraus Israel macht und reinigt und dann diesen Tempel aufbaut. Und dass Israel dann priesterlich für die ganze Welt Priesterschaft übernimmt. Ich schließe auch hier ab, ist die letzte Folie, wir wollen ja noch ein bisschen Fragen machen. Also Christus, diese Stelle in Römer 11, hört ihr nie im Zusammenhang. Ja? Ihr hört in Römer 11 immer nur Römer 11, Vers 1, hat Gott sein Volk verstoßen, das sei ferne. Ja, das hört ihr. Aber wenn man genau liest, muss man sagen, Paulus fragt dort, hat Gott sein Volk immer und für alle Zeit und zu 100% verstoßen? Und dann sagt er nein.
nicht zu 100%, ich sage mal nur zu 95%, weil ich bin ja auch Jude und bin zum Glauben an Jesus gekommen. Ja? Zweite Frage, hat Gott sein Volk für immer verstoßen? Nein, Gott wird sein Volk wieder annehmen. Ja? Was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Das ist das Ganze mit Römer 11. Wann wird denn Gott sein Volk annehmen? Naja, das steht in Römer 11, Vers 27, wenn der Erlöser nach Zion kommt. Wann kommt denn der Erlöser nach Zion? Wenn Christus auf den Ölberg kommt. Wer kommt denn dann mit Christus auf den Ölberg? Die Gemeinde Jesu. Ja, dann muss die Gemeinde Jesu aber vorher schon entrückt gewesen sein. Exakt. Dann wird also erst die Gemeinde Jesu entrückt, kommt dann mit Christus auf den Ölberg und dann wird Israel gerettet. Ganz Israel. Beziehungsweise das, was dann noch übrig ist von Israel oder von Jakob. Das ist nur so ein ganz klein bisschen. Ein ganz jämmerlicher kleiner Überrest ist, dass der bleibt, das ist echtes ethnisches Israel, das weiß aber nur Gott. Ja? Und das, was wir dort heute haben, das wird gereinigt werden, sagt die Bibel. Ja? Mehr kann man dann nicht sagen zu. Und dann vergleiche es mal mit Römer 11, 27, ja? Wo der Paulus sagt, oder Römer 11, 25, 26, ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, das ist ein Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. Und also das ganze Israel selig werde oder das ganze Israel gerettet werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der Erlöser und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Das ist Römer 11, Vers 26, ja? Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde wegnehmen. Und da kombiniert Paulus zwei Bibelstellen, Jesaja 27 und Jesaja 59, kombiniert er in diesen Versen, Römer 11, 25 bis 27, die zieht er zusammen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum er das macht. Der nimmt nämlich Jesaja 59, weil dieser Kapitel 59 in so einem ganzen Zyklus von Jesaja steht. Ja? Jesaja 53 kennt ihr alle. Christus, ja? Er schoss auf vor ihm wie ein Reiser aus dürrem Erdreich, da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte und so weiter. Christus, ja? Der Gottesknecht heißt es, ja? Jesaja 52 steht, das Königreich kommt. Das Königreich des Messias wird angekündigt, Jesaja 52. Jesaja 53, das kann aber nur kommen, wenn Jesus auf Golgatha stirbt. Jesaja 54, die Gemeinde kommt, und zwar nur aus Juden. Jesaja 55, kommt alle her zu mir, nicht nur Juden, kommt alle her zu mir und kauft umsonst Milch und Wein, ja, und alle, kommt alle, die Gemeinde aus den Heiden, das Evangelium geht zu den Heidenvölkern. Jesaja 55, wie schön ist es, mit Jesus unterwegs zu sein. Jesaja 56, bleibt mir treu, fallt nicht ab. Jesaja 57, wenn der Abfall kommt, kommt das große Gericht über euch. Jesaja 58, das Gericht kommt, Jesaja 59, der Messias kommt und hält das Gericht, Jesaja 60, das Königreich fängt an. Das ist Jesaja-Zyklus. Das muss man wissen. Das wusste Paulus. Das fängt Jesaja 52 an. Wir kennen nur Jesaja 53. Ja? Aber es fängt Jesaja 52 an und die ganze Jesus-Geschichte mit der Gemeinde Jesu und dem Gericht an den Heiden bis zur Aufrichtung des Königreichs, alles in Jesaja, ein großer Zyklus. Und jetzt zitiert Paulus Römer 11, von dem Kommen des Gesalbten aus Jesaja 59. Warum denn? Weil das Endzeit ist, Jesaja 59. Das ist, wenn Christus wiederkommt und Gericht hält. Passt, oder? Ach so. Da müsste man ja mal Römer 11, 25 bis 27 lesen, zusammen mit dem Jesaja-Zyklus. Da müsste man den Jesaja-Zyklus überhaupt mal als Zyklus verstehen. Exakt. Jetzt fangen wir langsam an und sehen scharf. Da wird ja nur ein ganz kleiner Überrest übrig bleiben von Israel. Und jetzt vielleicht, das wisst ihr auch alle, überlegt mal, Jesus kommt auf den Ölberg wieder und dann wird auf dem Ölberg der Antichrist getötet. Daniel 11. Ja, das kennt ihr, ja? Das heißt also, Jesus kommt auf den Ölberg wieder, das steht ja hier, ein Erlöser kommt zu Zion und wird das gottlose Wesen von Jakob abwenden und Israel wird gerettet werden. Von wem denn? Vom Antichrist. Ach so, dann ist das kein Seligwerden, wie wir Seligwerden verstehen, Wiedergeburt. Nein, das ist eine sehr irdische, militärische Rettung des Überrestes Israel von den Truppen des Antichristen. Das sagt der Bibeltext. Ja, kann man das nachvollziehen? So, und das sind so Sachen, die wir wissen müssen. Ah, Paulus zitiert Jesaja 59. Ja, dann hat er ja das Evangelium, Römerbrief aus dem Jesaja-Brief rausgenommen. Na ja, klar. Das ist ja, was ich sage. Ja?
Und wenn man das weiß, dann versteht man ein bisschen genauer. Und das fehlt der Gemeinde Jesu heute, ja, diese Information.